So, jetzt mal wieder Movie von uns. Es ist gerade so, komm, wir drehen jetzt mal hier rum, das kann man da besser gucken. Es ist gerade so, heute ist ja der 30. Ja, genau, der 30. Ja, warte. Und zwar ist jetzt gerade so, wir wollten eigentlich in die Sauna gehen, weil heute Mittwoch ist. Uns noch mal erholen. Und in der Kuhsauna sind Otto, sind Corona-Fälle ermittelt worden. Also lassen wir das jetzt erstmal mit Sauna. Ja, warte doch mal, Otto. Du hörst aber auch, hä? So, also gehen wir jetzt nur einkaufen, werden wahrscheinlich auch viel zu Hause bleiben. Ich habe nicht um mich Angst oder um die Oma, ich habe mehr um Otto Angst. Ihr wisst, das ist ein Retortenbaby und da muss man mal aufpassen. Aber heute geht es ja gut, ne? Ja, in dem Falle fahren wir jetzt zu Lotus kaufen, nur Windeln und Milch. Vielleicht fahren wir dann auch noch in der Makro ein bisschen. So, bist du okay, Mai? Also machen wir das einfach mal. Also Katze, sag bye bye. Bye bye. Na, bye bye, muss ich sagen. Also, wir wollten gerade Milch kaufen. Die wir sonst kaufen. Und zwar ist so gerade jetzt, der ist älter geworden, der wird der Zweite, der muss irgendwas anderes nehmen. Jetzt haben wir die gefragt. Jetzt unterhält die sich mit meiner Frau schon mindestens 5 Minuten. Und keiner weiß, was los ist. Ich weiß auch nicht, wieso. Das war mir klar, dass sie wieder das größte Paket rausreißen. Das macht mich wuschig sowas. Anstatt mich erstmal zu fragen, wenn ich doch ein neues Produkt ausprobiere, muss ich doch nicht ein riesen Paket nehmen. Wenn das Produkt scheiße ist, schmeiße ich das Paket weg. Ich will erstmal gucken, ob er die überhaupt bringt. Aber wir setzen mal wieder auf, Otto. Wir haben hier wirklich. So. แต่ก็คือนมอ่ะมันก็แค่ตัวช่วยเสริมนึงจริงๆแล้วทุกยี่ห้อเขามีอาหารหมดแล้วค่ะแต่ว่ามันอยู่ที่ลักษณะการกินของน้องด้วยค่ะไม่ค่ะมันไม่ใช่สูตรของน้องอะไรที่หนูอยู่ก็เป็นตัวดูโกก็สีแดงเลยค่ะไม่ใช่ซอยถ้าเกิดว่าซอยอ่ะก็คือจะเป็นนมผลดูโกซอยค่ะ Wir brauchen Milch, renn los und im Kaufladen sag ich, ja, U hat doch gesagt, er soll andere Milch kriegen. Er hat doch irgendwas mit der Kacke nicht hin. Au, au, mein au, au. Mi, leck, 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 leck. No. Die Nung wan leck. Him, aloi mai, okay, prung nie, klapp, vor Big Pack. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt verstanden habt. Ich habe gesagt, ich will kein großes Paket. Ich nehme ein ganz kleines, teste das ab. Und dann, yeah, for check. And him alloy, him all okay. Wir come back and wir big pack. No problem. Have promotion. Me promotion, mai.
You buy 2,000, you buy 1,499 baht and fee. Ah, ja, okay. Dann wir sehen tomorrow. Also, ich habe gerade Forbes Promotion gibt, da hat sie gesagt nein. Und zwar, das Problem jetzt hier in Thailand ist zum Beispiel, ist die gut oder ist die nicht gut? Es ist so, wir haben ja die hier bisher gehabt, von Nestle, wo ich von dem Konzern ja auch nicht so überzeugt bin, aber naja, ist eben nur mal gut. Und jetzt hat sie uns das vorgeschlagen. Und wenn ich für über 1000 einkaufe, würde ich dann das umsonst kriegen. Ja, wir machen es jetzt so, wir probieren das jetzt erstmal 2-3 Tage und dann gucken wir mal. Ist mir auch ganz recht, das Geld ist weg. So, komm, Bogo, bei. So, also wir machen jetzt erstmal wieder los. Das Problem natürlich hier ist, dass es so viel gibt, ich halte mal kurz drauf, und sich auch keiner dafür interessiert, was drin ist und was nicht drin ist. Dass der Thailänder auch zeitweise gar nicht weiß, was ist das alles? Magnesium, Eisen und weiß ich was da nicht alles drin ist. Naja, gut. Wir machen jetzt erstmal zur Belustigung den Witz des Tages. Ach Liebling, schenk mir doch ein Kind. Ja, aber Schatz, Kinder werden doch nicht geschenkt, Kinder werden doch geboren. Oh, dann bohren wir bitte eins. Also hier ist er nochmal, ich muss euch ehrlich sagen, das ist das erste Mal, dass ich mich in einer Kaufhalle unwohl fühle. Und ich will so schnell wie möglich raus und die Mutter muss nach dem klotzen und nach dem klotzen. Ich weiß nicht, irgendwie, ihr wisst es, es wird nur auf mein Instinktiv gehört, auf meinen Instinkt gehört, nichts anderes. Leo, Leo, da sind wir auf der sicheren Seite. Ich hatte Otto gestern eine Windel gegeben. Der Myangan. Ja, sie zeigt einfach drauf, die haben verschiedene Größen. Wir haben bisher die 54 genommen. In den 2 Tagen wird er nicht gewachsen sein. Die Ting in Annie hier. Nur die 32 ist ja wieder für größere Kinder. So, los. Leo, Leo. Mehe, Corona. Ich muss raus hier. Ein Kind, nicht neu, geil. Yeah. Also wir machen sie zu, wir fahren jetzt nicht nochmal in die Makro. Das ist aber voll heute hier mit einmal. Machen die Leute hier auch Hamsterkäufe? Kann ich mir nicht vorstellen. Gin Thai, mi gin Malio. So, ja gut, ich mach nochmal aus. Dass, ich wollte eigentlich erklären, dass wir nicht in die Makro fahren wegen ein bisschen Hühnchen, sondern dass wir das jetzt hier kaufen. Also, dass ich die nächsten paar Tage zu essen habe und wenn ich dann in die Makro fahre, dann gucken wir mal. Also. Bis gleich. So, hier ist er nochmal. Wir sind als Luthers zurück. Voll eingeschlafen. Ich weiß nicht, ich hatte so ein bisschen ein unkomisches Gefühl, weil habe ich das vorhin schon gesagt. Es ist so, dass oben in der Kuhsauna, wo wir nochmal hingehen,
Ich glaube, das hatte ich schon erwähnt, ich bin durcheinander. Ist auf jeden Fall ein Corona-Fall. Und deswegen fühle ich mich hier gerade ein bisschen unwohl. Das hatte ich schon mal erzählt. Ja. So, wir haben jetzt eingekauft für Otto. Neue Milch, alte Windeln, bisschen was für mich. Schicken für mich, war sehr günstig, da haben wir 1000 Baht bezahlt. Ja, ist okay, damit könnte ich noch leben. Wir müssen dann mal gucken, ob ihr die Milch schmeckt, ob das in Ordnung ist, und dann hole ich eine große Packung. Und die kostet nochmal 900, aber da kriegt man das Spielzeug noch dafür und naja, wie eben so halt. Ja, ich würde sagen, ich mache noch mal kurz einen Cut. Guck mal, wo der Witz des Tages steckt. Ansonsten hat man ja alles. Also bis gleich. So, hier ist er nochmal. Und zwar ist so gerade, Otto schläft ja. So rum. Ich habe jetzt noch ein paar Movies abgedreht. Und noch ein paar Witze. Ich werde dann mal hochgehen, werde das alles zurechtschneiden und zurechtfummeln. Ich sitze schon seit drei Tagen. Es macht trotzdem noch Spaß, alles in Ordnung. Ich würde heute mal schöne Grüße rausschicken an Heiko Börner. Kenne ich schon viele, viele Jahre. Den habe ich ja in Deutschland Besuch am Kyffhäuser. Also am Kyffhäuser, so heißt der Berg, wo die... Ja, ihr wisst schon, Saragossa und auch Wiese, die war jetzt wieder anders, aber er hieß auf jeden Fall so ähnlich. Ja, also in dem Sinne, schöne Grüße gehen raus, freut mich, du hilfst mir immer, egal mit Worten, mit Geld oder mit Wissen, du bist immer für mich da, ich weiß das. Du hast ja, bist ja ein guter Mensch, hast ein gutes Herz. Das macht die Mutter. Ansonsten würde ich sagen, ja, Abo nicht vergessen. Gucken Werner Wisch. Ansonsten bleibt mir treu, bleibt gesund und werdet glücklich. Also bis die Tage, sag bye bye me. Bye bye. Bye bye. Die Mutter kann ich, die Oma kann ich vor die Kamera ziehen, das stört keinen. Ne? Alles klar, bis die Tage.